Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch ganz herzallerliebst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich. So, jetzt machen wir hier nochmal einen kurzen Zwischenverteiler her, damit hier nochmal ein bisschen die Stadt wachsen kann. Also mit einer großen Verbindungsstraße ist nie verkehrt. So. Wie viele fahren mit dem Zug hier? 55. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Und hier sind 14, die weiter wollen. Also viele sind es noch nicht, die hier rein wollen. Aber dafür warten natürlich ganz schön viele hier am Steig. So, hier geht's weiter. Hier ganz schön... Boah, das schaut so mega aus, wenn die hier runterkommen. Supergeil. Echt 1A, schaut euch das mal an. Bin ich gespannt, was passiert. Ah, schön. Klasse. Okay. Und da ist auf jeden Fall noch super viel Platz dazwischen. Also da haben wir richtig Luft noch auf der Linie. Jetzt gucken wir mal hier vorne. Pass auf. Bad Liebenwerda ist ja so ein bisschen so ein Herzensprojekt. Also eigentlich ist es ein ganz normales Projekt, aber ich mache es jetzt einfach mal zur Chefsache. Ja? Zum Herzensprojekt. Okay, pass auf. Hier machen wir es folgendermaßen. Die Volvo-Box, die können alle nicht alles mitnehmen. Das ist ein bisschen schwierig. Das sind so spezielle Fahrzeuge. Das mag ich ehrlich gesagt nicht drauf. Ich mag die MAN da drauf haben. In einem sanften Grün. Und jetzt weisen wir die mal nach der wahren Liebe. Bad Liebe. Nicht zu verwechseln mit Bad Lauch. Auch schwierig. Warte mal kurz. Die machen auch noch Bad Liebe. Ja, so ist okay. Die müssten jetzt natürlich hier auch mega viel anfordern. Jetzt gucken wir mal schnell. Auf dem Meer ist natürlich jetzt gerade ganz schön was los. Over the sea. Ein ganz normaler Tag am Hafen, meine Lieben. Es ist ein normaler Tag. Die Sonne lacht. Nur leider fehlt es unseren Schiffen hier. Was ist denn da los? Mann, sorry, ich habe gerade die ganze Situation zerstört. So, pass auf, jetzt machen wir das nächste. Und zwar, wir haben ja hier eine schöne Anbindung und wir haben ja die Möglichkeit, auch Buslinien einzurichten. Pass auf. Idee. Großer Bahnhof. We so oft. Kommt hierher. Und dann machen wir jetzt hier so eine richtige Buslinientour rein. Einmal hier rum. Darum. Dann hier oben nochmal kurz. Hier rum und dann können die wieder zurück. Pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Neue Linie einrichten von hier. Nach da. Dort, dort, dort und dann wieder zurück. Okay, das ist jetzt Mühlberg Bus 1. So, zack. Das ist die Bus 1 Linie. Und die hier wird jetzt anschließen an diesen kleinen Verteilerknoten hier. Und das ist nämlich jetzt so der neue Plan. Da kommt nämlich jetzt eine Überlandbuslinie, so ein quasi eine Fernbuslinie kommt hier drauf. Und das ist jetzt die Mühlberg-Bad Lieben. So. Okay, und die werden wir jetzt natürlich mit Fahrzeugen befeuern. Das ist ja logisch.
gucken wir mal schnell. Die brauche ich hier drüben. Straßenfahrzeuge kaufen. Die können wir hier runterpacken. Das können wir hier hernehmen. Passagiere. Das waren jetzt die hier. Die haben 28, die haben 25, 15, 28. Das sind die großen. 22. Überland. Ein Überland-Gelenkbus. Das ist auch schön. Was können wir Saurus ab? Okay. Mit Personenanhänger. Oh, schön. Ja, das sind die Standard-Linienbusse. Die finde ich eigentlich auch ganz nett hier. Für die, gerade für die innerstädtische Linie, die Mühlberg-Buslinie, wäre sowas ganz geeignet, finde ich. Schon ewig keine Buslinien mehr eingerichtet, fällt mir gerade auf. Machen wir mal 8 drauf. Auf die Mühlberg-Buslinie. Ja, das passt. Und dann machen wir diesen Überland-Gelenkbus machen wir auch noch mit drauf, weil der einfach so schön da reinpasst. Jetzt habe ich die völlig in der falschen Farbe gekauft, oder? Habe ich nicht aufgepasst. Das wären eigentlich die gewesen und jetzt machen wir die da hinterher. Und das ist jetzt die Mühlberg-Bad Lieben-Strecke. Machen wir nochmal 2 drauf, dann sollte die passen. Mal kurz ein bisschen zu tief. Mühlbergbad Lieben. So, okay. Dann lassen wir die Spiele beginnen. Die sollten ja jetzt die Nachbarstadt anschließen. Hier fahren aber auch schon. Das sind unsere Stadtbusse, die hier lang dümpeln. Da kommt nochmal zwischendurch ein LKW. Das ist okay. So, und jetzt gehen wir mal folgendermaßen vor. Wir werden jetzt hier nochmal schnell die Straße aufbauen mit einer Busspur. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es hier ein bisschen dünn wird. Vom Verkehr. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, nach dem Patch ist hier ein bisschen, läuft das ein bisschen runder alles. Wisst ihr, wie ich meine? Also es läuft irgendwie ein bisschen mit dem Bauen her, da gibt es weniger Stress als noch vor ein bisschen. So, das sind die großen. Die Gelenkbusse. Mal schnell. Ja, hier ist ganz schön Verkehr auf der Route. Also ich glaube, das könnte wirklich ganz gut gehen, wenn die hier sich einfach ein bisschen verteilen. Wir kommen hier rein. 2 Linien sind es gerade mal, aber ganz schön was los dafür, dass 2 Linien sind. Da wird jetzt gleich richtig was abgehen. Warte mal kurz. Also lang läuft es nicht mehr dauern, bis der erste dann auch tatsächlich hier aufschlägt. Jetzt lass mal kurz warten. Da kommt jetzt mittlerweile mal. Warte mal, wo sind sie denn eigentlich, die Jungs, ha? Ja, gut, das dauert noch ein bisschen, bis die sich selber ein bisschen verteilen. Der nächste angedüst. Da ist er. Da ist er, der Meister. Schöne Sache. Schöne Sache. Gefällt mir richtig, richtig gut. Okay. Jetzt gucken wir mal schnell. Und dann schauen wir mal, wie wir hier hantieren können. Also. Hier warten immer mehr. Das ist eine gute Sache, das freut mich. Hier ist dafür ein bisschen tote Hose. Hier unten geht wieder ein bisschen was. Am Gleise. Die futtern immer mehr auf, das passt auch. Und es warten immer noch Leute. Da kommt die nächste Tram, supi. Okay, und dafür ist aber hier auch Bewegung. Nicht viel, dafür, dass aber noch kein Zug da ist, bin ich noch zufrieden. Ich hoffe, da kommen demnächst mal richtige Menschenschwämme, denn... Oh, oh, das wäre so eine richtig schöne... da gefallen mir die Sachen richtig gut. Neue Spielereien. Liebe neue Spielereien. Warte mal kurz. Es muss jetzt Folgendes passieren. In Mühlberg müssten die Leute jetzt auf den Trichter kommen, dass es eigentlich gar nicht mehr so doof ist,
Genauso wie Jena könnten wir eigentlich gleich mitnehmen. Das könnten wir alles auf eine zentrale, auf die zentrale Linie hier legen, wobei wir hier halt nur zwei Anschlüsse haben. Wobei, das könnten wir zur Not noch zum großen Terminal aufbröseln. Dann könnten wir Jena noch hier an die Liebenwerda-Strecke nehmen, weil Thale kommt ja sowieso in Verbindung. Weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen. Vielleicht jetzt noch erstmal Mühlberg starten lassen und gucken, wie es läuft. Und das sollte ja dann sowieso innerstädtisch richtig gut laufen. So, okay. So weit, so gut. Jetzt ist die Musik weg. Schade eigentlich. Ich hab sie so gemocht. Ne, da kommt sie wieder. So, 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 meine Lieben. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Hier drüben. Ist angeschlossen. Sah jetzt gerade im ersten Moment so aus, als wäre da irgendwas schiefgelaufen. Hier kommen 11 Brötas an. Die Brötas. Ja, davon wird hier gar nicht. Das wird alles in Mühlberg abgesaugt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei auch hier natürlich für diesen Verkehr könnte man sich überlegen, ob wir hier natürlich gleich aufbohren. Und alle gleich durchersetzen. Macht meiner Meinung nach völlig Sinn. Weil damit können die nämlich hier deutlich schneller, deutlich mehr abfrühstücken. Und kommen vielleicht auch mal ins Plus. Wobei das ist eine Frage der Schiffe und die... Da muss ich sagen, da fehlt mir wirklich noch ein bisschen... Da, also das Ganze, so kann es nicht sein. Das ist... Die Idee mit den Kammergeschichten hatte ich ja die letzten Folgen mal geäußert, dass man da mehrere Einzelkammern hat, die separat voneinander beladbar wären, fände ich irgendwie besser als jetzt dieses Rumgeeier mit leeren Schiffen, die durch die Gegend fahren, weil halt die sich eingebildet haben, selbst bei Autobeladung, sie wollen das und das mitnehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man könnte ja eh einstellen, was sie mitnehmen sollen, da kannst du ja jeden Rohstoff im Prinzip wählen. Will ich aber gar nicht. Ich will ja, dass die das automatisch machen. Sonst muss ich mir viel zu viele separate Schiffe fahren, die dann auch wieder leer fahren. Dieses Auto beladen, das passt schon ganz gut. Wobei ich dazu sagen muss, dass hier jetzt auch wieder mehr los ist. Wobei hier dafür umso mehr Stau ist. Jetzt gucken wir mal. Sind hier leere dazwischen? Die man nochmal zurückschicken könnte? Nee, ne? So, aber hier wird auf jeden Fall sehr viel weiter gereicht. Das ist eine gute Sache. Wobei ich persönlich muss dazu sagen, dass ich ganz gern den Hafen eigentlich mit einer Rohstofflinie anschließen wollen würde. Einfach weil es Sinn macht. Ist aber schwierig umzusetzen. Ist schwierig umzusetzen. Ich weiß es nicht. Ich würde es ganz gern machen, aber ich kann euch nicht sagen, ob das Sinn macht. Weil das ist eine ganz schöne Wegstrecke nach Waldheim. Dann könnten wir uns halt den ganzen Schiffsgedönse hier sparen und würden von hier aus verteilen. Dann müssten wir dich den ganzen Sums hier unten, den Fluss hochbringen. Wobei man dazu sagen muss, dass ja natürlich jetzt auch die Lieferei schwierig ist. Weil die Schiffe sich jetzt alle neu orientieren müssen. Die müssen ja erstmal einen Takt finden, weil die größtenteils ja hintereinander fahren. Das muss ich erstmal rausdividieren. Und gerade bei Schiffsrouten dauert das halt sehr lange, weil diese Schiffsrouten einfach ein bisschen problematisch fahren. Was nimmst denn du mit runter? 44. Ah, ihr nehmt Siegel mit runter. Direkt Anbindung. So, was hast du dabei? Nix. Du nimmst Treibstoffe mit. Okay. So, da kommen wieder 211 Ziegel angescheppert. Also Baumaterial. Und das wird auch gleich umgesetzt. Wunderbar. Also hier der große Verteiler. Da ist schon ordentlich was los, meine Lieben. Also hier ist immer irgendwie Betrieb. Und auch hier ist immer irgendwie Betrieb. Und die kriegen es gerade so auf die Reihe, da hier ein bisschen wirklich mit Bitten und Betteln da hinzukommen. Klappt schon. Es kommt zwar immer sehr, sehr viel auf einen Schlag, aber das kriegen wir schon hin. Auch
gerade ganz viel Baumaterial, das nach Schenefeld weitergereicht wird. Und das kommt dann auch größtenteils wieder hier unten an. Weil da natürlich die Spritlinien echt ein bisschen unter der Gürtellinie arbeiten. Da kommt halt hier nichts an, aber wirklich gar nichts, ne? Treibstoff wird wahrscheinlich hier oben in Schenefeld komplett aufgesaugt werden, ja. Die fordern so viel an davon und kriegen im Prinzip viel zu wenig. Das wird zwar hier oben weiter verteilt, aber auch da geht das meiste Treibstoffzeugs nach Burg weiter, das wir auch im Übrigen verbessern könnten. Da könnte man auch mal schnell so einen großen LKW reindrücken. Und die Ziegelsteinlinie, die brechen wir jetzt komplett ab. Das soll alles über die Schiene geliefert werden. Und das können die ja im Prinzip auch. Gucken wir mal schnell. Ja, die nehmen jetzt auch keine Ziegel mehr mit. Also kein Baumaterial. Ich sage immer Ziegel, aber das ist ja Baumaterial. Ihr wisst, was ich meine. So, hier der Plastikschieber, der macht auch noch nichts. Ob das mit dem Plastik jemals sowas wird, ich weiß es nicht, Freunde. Vor allem, weil jetzt hier natürlich auch Öl ein bisschen quer kommt. Ich glaube, die kommen... Ja, die Verkleinerung ist gestartet worden hier. Ich glaube, die kommen hier insgesamt nicht auf die Kette. Hier fahren die schon wieder hintereinander her. Was ist denn da los? Jedes Mal dieses Rumgeeier. Das Problem ist, hier kommen wir nicht rüber, weil hier gerade auch eine Abfahrt läuft. Das heißt, wir können das nicht verbreitern. Einfach so zumindest. Ach, das sind immer noch die verschiedenen Züge, oder? Warte mal kurz. Wenn das immer noch so ist, das ist immer noch so, dann ist mir klar, dass die nicht richtig fahren. Wir ersetzen die alle sofort. So. Dann sollte sich das Problem mit dem Randümpeln, weil eine ja immer langsamer ist oder schneller als die andere, dann sollte sich das rausmitteln. Dann kriegen wir das nämlich irgendwie auf die Reihe. Und dann fahren die sich nicht die ganze Zeit in die Quere. Weil jetzt haben wir nämlich genau dasselbe wieder hier. Dass einmal sehr, sehr viel Öl ins Lager gespült wird und dann wieder gar nichts kommt, weil einfach die Züge so nah beieinander sind. Wo die sich allerdings jetzt blockiert haben, weiß ich noch nicht. Die ist vollgeladen, das ist schön. So, jetzt gucken wir mal schnell. Und 6.4 ist im Kommen, wunderbar. Aber er produziert ja längst nicht so viel, weil er kann ja gar nicht, er kriegt ja weniger Öl. Wobei auch das hier gut beladen ist. Und auch jetzt immer noch genug da wäre. Wann kommt der nächste? Der ist schon hier. Sind die ein bisschen arg wenig im Takt? Nicht. Wow, leck. Okay, das sind 3 Stück. Sind schon 3 Stück, okay. Röhl wird hier geliefert. Öl haben wir hier. Auf dem Plastikzug und ein bisschen Treibstoff wandert hier auch noch gleich mit. Aber auch das hier wird gut mitgenommen. Also da ist wirklich schon, da ist schon Liebe dabei. Die nehmen auch Frischöl mit. Also Röhl. Wir wollen alle Röhl. So, und diese Route hier müssen wir unbedingt mal ein bisschen erneuern. Also das ist ja wohl Katastrophe. Wobei, wenn wir das erneuern, ich bin eigentlich gar nicht so erpicht da drauf, weil das ja immer noch eine Frage dieser Linie hier ist, die wahrscheinlich völlig unter Druck ist. Sägewerk macht mal wieder Ärger. Was ist mit dem Sägewerk los, ha?
Die haben so viel im Lager, die können das gar nicht abfrühstücken. Aber warte mal, ihr müsst doch eigentlich die Produktion steigern, die ganze Zeit. Mehr Bretter abzutransportieren. Der liefert halt. Sag mal. Stimmt doch was nicht. Jetzt liefern sie wieder. Aber irgendwas stimmt mit diesem Anschluss vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es besser so. Da kommt jetzt wieder einer, der holen will. Und der kriegt aber auch. Aber halt super wenig dafür, dass hier Potenzial da ist, dass es durch die Decke geht. Also Bauchschmerzen. Vor allem, da kommt ja auch die ganze Zeit neues Holz nachgeschoben. Der muss ja zwangsläufig aus Langeweile schon produzieren. Aber gut, finden wir raus in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt, meine Lieben. Bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Zwerg auf Zwergtube. Tschüss.